wieder da, Päuschen vorbei. Ja. Und die nächste Begegnung, die wird eine sehr, sehr spannende und entscheidende sein. Denn wir haben China gegen Korea. Yes. Und das vergangene Jahr war doch eher ein China-Jahr, muss man sagen. Ach, ein bisschen. Korea auf den Worlds nicht performt, sehr früh rausgeflogen, konnten ihren Titel nicht verteidigen. Asian Games hat man verloren gegen China. Dann hat man bei den Rift Rivals praktisch gegen China verloren. Immer. Und jetzt gibt es die Revanche. Möglichkeit, ob sie es schaffen, das umzusetzen, werden wir sehen. Da sind auch ein paar Influencer dabei. Das ist natürlich immer die Frage, wie seriös man das Ganze angeht. Ja. Denn die anderen Turniere, die ich eben alle genannt habe, die waren extrem tryhardige Events, ne? Ja. Um dieses Adjektiv wieder zu nutzen. Ich bin sehr gespannt, was wir sehen werden. Ja, tatsächlich. Also es wird vermutlich wieder, so wie vorhin beim East gegen West Battles, so eine Mischung aus. Wir tryhard schon ein bisschen, aber die Picks sind auch ein bisschen verrückter. Sein und vor allem, ich glaube, du hast es vorhin angesprochen, es ist halt, man traut sich dann eher für die Fight zu gehen als sonst. Korea ist ja nicht die Region, die so ein bisschen langsamer, taktischer spielt. Nicht, dass es schlecht ist, aber manchmal ist es halt einfach, wollen ja alle Kills sehen. Wir wollen ja alle, dass die sich da die. Wollen wir? Wollen wir? Wollt ihr? Lasst es uns wissen. Genau jetzt. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Eben. Es ist halt auch die Möglichkeit jetzt gegeben, einfach ein bisschen neuere Teamkombos auszuprobieren, aggressivere Champions zu spielen, wie zum Beispiel ein Blitzcrank auf der Support-Position. Kann funktionieren oder auch nicht. haben wir ja in der allerersten Begegnung auf diesen All-Stars gesehen. Ja. Und hier sehen wir schon wieder. Uzi ist dabei. Das heißt, es ist nicht nur Influencer. Genau das, was ich dachte. Gegen Faker. Wird gut. Interessant, jeden Fall. Aber bisher sieht es nicht aus wie Influencer, wenn ich ehrlich bin. Das ist tatsächlich, das ist ja fast das alte SKT hier mit Peanut, Faker, Bang. So, und die Influencer. Ich meine, Support und Toplane von SKT kannst du ja auch fast auf dem Level sehen, ne? Ja. Gehe ich mit. Ja. Natürlich. So, und wir wollen es mal durch. Wie gesagt, LPL gegen LCK. Ja, mal schauen. Danach natürlich noch das Finale im 1 gegen 1. Ja, bisher hat auch der Osten insgesamt sehr, sehr viel mitgenommen am heutigen Tag. Wir haben nachher Caps im Finale. Das wird auch krass werden. Gegen Pabu. Ich glaube, damit haben wenige gerechnet. Einige hätten mit Uzi gerechnet. Also mit Caps vielleicht schon. Ja. Aber hast du gesehen, Pabu, wie nervös Caps war? Wer gezittert hat. Das war extrem. Aber vielleicht ist es auch einfach nur kalt in der Halle. Ja, aber weißt, die haben ja der hat ja, das war ja, weiß ich nicht. Naja, Aufregung, plus Kälte, bisschen unterzuckert. Das wird alles zusammen gewesen sein. Ja, und Hype. Hype auf jeden Fall. Na, Hype sollte man hier. Hype sollte ordentlich am Start sein bei den Leuten. Sieht auch so aus, als würde gerade nochmal die letzte Einschätzung kommen, dass hier technikmäßig alles läuft. Das ist natürlich wichtig. Und es sieht sogar so aus, als hätten wir wirklich hier die Spieler auf ihren jeweiligen Positionen so gut es möglich ist. Heißt Faker in der Mitte, Peanut im Jungle. Und die beiden Jungs zusammen, die kennen sich. Interessant. Ja, die kennen sich. Das kann ganz gut sein. Das könnte wichtig sein. Und vor allem Bang gegen Uzi wird auch nochmal ein interessantes Duell, weil Uzi galt ja jetzt zuletzt so als der AD Carry. Bang war ja früher so der AD Carry, an dem sich alle messen mussten. Das hat auch nochmal so Vergangenheit gegen Gegenwart, vielleicht gegen Zukunft. Bang in den, ihr wisst alle, was ich meine. Ist krass. Ich wollte einfach, ach komm. Das ist doch komplett okay. Du guckst einen, und mit deinem Blick ist immer so, und? Leer. Ja, das auch. Dead inside. Als wäre dann nichts dahinter und das ist richtig. Aber hier steckt natürlich noch einiges dahinter, ne? Also. Ja, die Referees. Ja, auch. Ne? Unter anderem natürlich auch Coaches, wobei mich bisher noch wundert, dass wir keinen haben. Ich will Licorice wiedersehen. Jo, aber Licorice bei den Koreanern. Ja, ja. Also, klar. Ist ja egal, ob bei den Chinesen oder bei den Koreanern Coach ist. Und Peanut kann jetzt kein Coach mehr sein. Das heißt vielleicht noch ein Sneaky im Cosplay. Sneaky Cosplay Kokoma. Lol. Das wär's. Dafür würde ich Patreon aber ordentlich reinsubben. Ich weiß nicht, wie man Patreon nutzt, aber bestimmt ist es subben. Ist überall. Ja. Reinspenden. Reingeldet. Ich nehme das Geld an. Na, 2 Minuten Until Champ Select, das heißt, lange wird es nicht dauern, ist nur Best of One, ist eine Begegnung, in der alles sehr schnell entschieden sein kann. Das haben wir in der, ich glaube, vorgestern war das oder so. Ja, also in der zweiten Begegnung heute auch, die ging recht zügig. Aber am ersten Tag hatten wir auch eine Begegnung, die so extrem schnell vonstatten ging. Ja. Wo wir irgendwie 25 Minuten hatten, aber trotzdem an die 100 Kills oder so. Das, glaube ich, wird hier nicht passieren. Nee. Wenn es an eins der bisherigen Spiele erinnert, dann wahrscheinlich, wie du gesagt hast, an das zweite von heute. Ungefähr 20er Kill Vorsprung oder so, 20 Minuten Game. Und dann ist die Sache gegessen. Kommt natürlich darauf an, wieder, was die Spieler hier auspacken wollen. Ja, und die Frage ist, wen gibst du es dann? Also was glaubst du, welches Team wird denn eher das Team China sein? Meinst du? Nee, Korea.
Das ist jetzt doof, ich wollte Korea sagen. Wir sagen einfach beide Korea. Nee, ich sag China. Nee, du sagst, du hast doch gerade Korea. Ich bin Erfolgsfan, ich muss immer für das Team stimmen, was schon mehr gewonnen hat. Übrigens hat Rookie immer noch seine viel zu große Jacke an. Das ist aber Style. So, also es ist ja, ne? Ja, aber, ne? Das ist entspannter, das ist viel bequemer. Stell dir mal vor, die würde so mega straff sein und eng und, ach nee, du willst so eine Atmosphäre, die dich auch so ein bisschen an dein Zuhause erinnert. Stimmt, ich hab gern Zelt an. Ja. Nee. Ja, warum? Ist viel wärmer, kannst dich so ein bisschen einkuscheln. Kannst die Maus in den Ärmel schieben. Du wirst eins mit der Tastatur. Nee. Das ist cool. Also vielleicht ist halt wirklich kalt in der Halle, ne? Man weiß es nicht. Oder bei Uzi dann schon. Ja, Uzi ist dann schon ganz schön krass. Ja, vielleicht ist er einfach so ein Heißblut. So, weißt du? So ein Heißsporn. Dass er so voller Energie ist und deswegen die ganze Zeit. Der ist lit. Ja, Uzi ist lit, auf jeden Fall. Uzi drei Buchstaben, lit drei Buchstaben. Ja. Muss stimmen. Clarks hat rechts. Recht. Okay. Ja, es ist, ne? 5.12 Uhr, meine Damen und Herren. Oh, Junge, an alle armen Seelen, die jetzt irgendwie zur Frühschicht morgen müssen, an einem Sonntag. I'm sorry. Grüße. Faker. Er scheint konzentriert zu sein. Oder er riecht an seinen Händen. Eins von beidem ist der Fall. Die Seife hier in Nordamerika, die ist aber gut, du. Ja, Kokosduft. Hm, lecker. Nee. Ach, das ist der Translator, das ist nicht der Coach. Ja gut, den will man hier zum Glück nicht brauchen. Nee, ja, wobei höchstens von den Referees. Genau. Eben, ja. Das kann natürlich mal passieren, gerade wenn man nicht richtig kommuniziert, dass die Halbfinalspiele im Best of Three gespielt werden. Vor allem, wenn wir da zweimal aufstehen. Nach dem 1-1 würde Rookie eigentlich auch gehen. Hat sein Headset auch schon wieder abgesagt. So, der war anscheinend nicht ganz gut informiert. Ja, eben, der muss los. Ja, wie sieht's aus? Da sollte gleich soweit sein. Jo. Vor dem Gebäude stehen dann für jeden Spieler so die Pedanos. Ja, man hatte bis eben noch Practice-Mode laufen, um nochmal zu gucken, wie man die Champions überhaupt spielt. Das ist halt wieder so ein Punkt. Jeder PC muss zwischen den Spielen ausgeloggt und wieder eingeloggt werden, damit du die richtigen Namen dort hast. Dann muss die Steuerung wieder angepasst werden, falls sie nicht irgendwie schon angepasst worden ist. Na, kann natürlich sein, dass sie gespeichert worden ist. Aber wenn Spieler die Mausgeschwindigkeit umstellen oder sowas. Alleine das nimmt schon viel Zeit ein. Eieiei, ne? Gehe davon aus, dass diesmal nicht jeder seine eigene Tastatur dabei hat, oder? Hm. Wer weiß. Die letzten Abstimmungen werden getroffen. Nur eine Armlänge Abstand? Ich glaube, es ist eher so, das reicht uns noch nicht. Ja. Jetzt kommen die Playercams. Ja. Das heißt, es wird nicht mehr lange dauern. Das ist immer ein gutes Zeichen. Amori ist schon hyped. Es wird auf jeden Fall nochmal alles gecheckt vorher, dass auch wirklich alles läuft. Sollten auch die Standardregeln sein. Das heißt, wir haben hier kein Urf, kein Nexus-Blitz. Wir haben, was gibt's sonst noch? Tandem ist auch nicht. Ja, logischerweise. Ja. Na, aber es gibt keine angepassten Regeln. Ist auch kein Aram. Bandphase, ja, das auch. Aber das wäre eigentlich auch nochmal ganz lustig. Ich glaube, bei IEM war es, da gab es mal so Celebrity-Arams. Die waren eigentlich auch... Wir haben auch keinen Standard-Urf gesehen, ne? Sondern nur Nexus. Es ist halt all random, aber ich glaube, Riot hat dieses Standard-Urf komplett quasi... Deleted. Ja. Ja. Und die sagen jetzt, all random Earth ist jetzt Earth. Ja. So gefühlt. Ja. Schade eigentlich. Ja. Ah ja, Madlife. Stimmt. Madlife ist ja auch dabei. Ja. Zum ersten Mal dieses Monat. Ist jetzt Influencer. Ja. Der hat ja aufgehört. Ich glaube, nach dem Spring. Der war noch... Nee, dieses Jahr war schon nicht... European Masters war nochmal mit dabei bei Origin. Nee. Das war Insec. Madlife war auch dabei, wenn mich alles täuscht. Die hatten Jazzes, Forgiven, Froggen, Insect und Expect. Bist du dir 100% sicher? Mein Gehirn. Okay. Ist manchmal dumm, aber es ist wenn grob. Du mir das sagst, dann werde ich dir da mal glauben und das in der Pause prüfen. Kannst du gerne machen. Ja, ich habe irgendwie... Nee, also vielleicht hat er irgendwo nochmal gespielt, aber nicht bei Dings hier, nicht für Origin. Ich glaube, der war auf den... Vielleicht höre ich mich auch. Ne? Namen und ich werden mir so unsere Schwierigkeiten... Der hat gespielt. Aber kümmern wir uns wieder... Richtig. Die Pikoman-Phase. Denn wen man da im Auge behalten sollte, ist Watch. Einfach wegen dem Namen. Ja. Ja. Watch out. Ansonsten haben wir Garen-Bann. Das heißt schon mal, LPL ist sich hier sehr sicher. Haben halt auch eine Menge Siege, auf denen sie sich ausruhen können, muss man sagen. Aber da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Na, so ein Faker hat hier vorhin im 1 gegen 1 verloren. Der sollte jetzt Blut geleckt haben. Der sollte jetzt nochmal Bock auf mehr haben. Mehr. Und mehr. Und mehr mit Doppel-E. Ja. Da Poppy auch raus. Kimmel genauso. Master gegen Faker. Eindeutig.
Ich glaube auch nicht, dass Peanut Master Yi spielt, aber... Ja, du, ich glaube, würde. Wahrscheinlich. Muss nicht. Garen Camille Yi. Das sind, glaube ich, keine Abkürzungen, ne? Die GCY. Das kann sein. Vielleicht auch Chinesisch. Da also, wer kurz die Namen für Garen Camille und Yi kennt, bitte einmal in den Chat. Ja, stimmt. LCK hat APA gemacht. Die, sind auf jeden die haben die LPA gebannt. Ja. Die haben praktisch gewonnen. Ja, die sind auf jeden Fall cooler. Smart. Jetzt. Han, so. Nico wurde auch noch. Jawohl. Ich meine, ich hätte gern Faker auf Nico gehabt, aber Wookie auf Faker. Nee, nicht Wookie auf Faker, Wookie mit Nico. Ne? Ist cool. Karma. Karma finde ich mal wieder ganz cool. Haben wir schon bald hier nicht gesehen. Sie war beliebt mit Ezreal zusammen auf der Lane, weil du da noch zwei poke-starke Charaktere hattest. Ist jetzt halt aber auch schon wieder ein Weilchen her. Sie hat im Laufe des Jahres dann nochmal einen recht harten Nerf bekommen. Twitch Jungle wäre nice. Ja, und dann eine Level 2 Gang. Also was gehovert wird, gefällt mir schon mal sehr gut. Ja. Aber was am Ende gepickt wird, ist dann doch wieder ein bisschen standardmäßig. Aber Karma? Karma wäre geil. Da habe ich nichts dagegen. Vor allem kannst du, wenn du Karma pickst, natürlich immer noch, ähnlich wie mit Sivir, eine Team-Kombo picken, die eigentlich nicht so wirklich den Hard-Engage hat, sondern eher rauflaufen muss oder backkiten will. Na, die Möglichkeiten gibt es dann natürlich immer. Auf der anderen Seite Aatrox, Thresh kam wie aus der Kanone geschossen. Aber das ist sad. Ich meine, Madlife, Thresh, ne? Wer halt... Das wäre wirklich... Meine Träume. Zyra. Ist auch... Also da scheint man sich noch nicht hundertprozentig einig zu sein, wer wohin geht. Karma kann man natürlich auch auf der Top-Lane spielen. Da haben wir eine Weile lang so gehabt, dass Tank-Karma Top-Lane häufig gezockt wurde und ist aktuell sogar, glaube ich, wieder ein klein wenig stärker geworden. Ist natürlich zu Recht wieder verschwunden in der Versenkung für die meiste Zeit, aber... Oh, so ein paar Leute gibt es immer noch, die den Pick gerne mal rausholen. Corki, den band man hier gerne. Ja, der muss raus. Ein Starkscaler mit dem Pick. Ori auch raus. Genommen wurde. Oh, Kalista. Tatsächlich. Ja, gegen Uzi. Ich meine. Ja, das stimmt. Sick Mori. Mori deckt mal wieder auf. Mori ermittelt. Ja. Corki mit dem C, Kalista mit der K. Also steht da LPLCK. Die neue Region, die super. Oh, vielleicht ist das die Ankündigung. Jo, die Fusion. Nicht nur die EU-LCS wird zur LEC, sondern wir haben auch einfach... Die LPLCK. Die LPLCK. Naja, aktuell noch gerade so. Ne? Ich glaube, nächstes Jahr wird es ein bisschen interessanter auf den Worlds. Auf jeden Fall wird es jetzt interessant, was Uzi pickt, denn den AD Carry, den sehen wir noch nicht. Und vielleicht wird es dann ja so Botlane. Mit dem Thresh kann man das auf jeden Fall machen. Haben wir sogar schon ein paar Mal gesehen. Was wird es werden? Ich meine, vorhin hat er mit Yasuo gespielt und das war voll, also ging auch gut aus für ihn. Eben hat er gegen Yasuo verloren. Ich meine, vielleicht deshalb auch nochmal ein kleiner Hover. Sion wäre natürlich was für die Top-Lane, könnte auch Aatrox Jungle sein. Nico dann Mitte. Oder Nico Jungle und Aatrox Mitte. Gab es auch schon mal, dass wir Nico Jungle gesehen haben, aber ich muss sagen, ich finde es in der Mitte noch besser, ja. Eindeutig. Also ich glaube, Jungle ist auch so ein... Ich finde, du kannst den Aspekt einfach nicht wirklich nutzen, dass du dich zu einem Klon machst und läufst. Ja, ich meine, der Jungle Clear ist auch vollkommen fein. So, du kommst gut durch die Jungle Camps und bist auch recht flott. Aber wenn du einmal invaded wirst, dann bist du RIP. Ja, auf jeden Fall ein bisschen knifflig, sie dazu 100% auszuspielen. Kann man natürlich machen, aber wird selten nur das volle Potenzial entfalten. Wir haben jetzt Malta. Das heißt, eine sehr spannende Kombo. Ich kann mir vorstellen, dass wir Malta Botlane haben. Ja, oder vielleicht Nico. Vielleicht auch da. Da gab es auch so Gedankengänge. Ja. Nico mit AD oder On-Hit, Hybrid, wie auch immer. Mal schauen. Könnte tatsächlich der Fall sein. Werden wir gleich sehen. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt noch entscheiden, wen man hier als letztes dazu holt. Es könnte ein Rengar Toplane sein. Außer wir haben Full AP-Sack Mitte. Ja. Die würde ich gerne mal wieder sehen. Das ist eine Weile her. Wir haben noch Blitzcrank. Da habe ich eine sehr interessante Team-Kombo bei der LCK. Also Faker auf Karma? Wir haben auch schon mal einen Funnel gesehen mit Blitzcrank Mitte. Ich denke aber nicht, dass es hier Blitzcrank Mitte wird, wenn ich ehrlich bin. Ja. Deswegen, es ist ein Hook-Champion. Na, ich würde sagen, wir bleiben genau so, wie es ist. Zack Mitte? Nee. Doch, Mitte. Double Jungle? Zack Mitte, trust me. Sind die nur wissen schon, Support? Dass die nicht Nexus Blitz spielen. Was sind denn für das Jungle alle mit? Oh, vielleicht wissen die wirklich nicht, dass sie nicht Nexus Blitz spielen. Das wäre lustig. Das wäre wirklich witzig. Und dann Oh. Thresh Mitte? Wenn es denn dabei bleibt. Ja, Rookie mit Thresh? Naja, guck mal. Aber Thresh ist auch ein recht guter Konter gegen Zack. Also wenn es wirklich ein Zack Mitte ist, hätte man drüber nachdenken können. Die Mind Games. Ja.
insane, ja, was hier wieder ausgepackt wird. Aber genau deswegen sind das hier zu Recht mit die stärksten Regionen, die wir eigentlich in der Historie von League of Legends immer hatten. Ja. Ansonsten haben wir jetzt natürlich die stärksten Caster, die wir in der Historie von League of Legends immer hatten. Nämlich Ice und Mori. Und Mori guckt schon wieder so, ah, der Junge übertreibt wieder komplett. Ist egal, viel Spaß mit den beiden und der letzten 5 gegen 5 Begegnung auf diesem Allstars. Ja. Ja, da sind wir am Start und der Chat hat natürlich schon richtig angemerkt, man könnte durchaus auch Smite auf der Midlane spielen, wäre nicht das erste Mal, aber ist natürlich klar die Vermutung naheliegend, also für Nexus Blitz könnte man so eine Comp genauso spielen. Nichtsdestotrotz, Faker ist ja dafür bekannt, auch mal etwas Unkonventionelles auf der Midlane zu spielen, quasi jetzt im Segment Smite. Ich bin mega gespannt, weil entweder würde man da jetzt komplett mindblowing arbeiten können oder ziemlich auf die Schnauze fallen. So oder so, denke ich, wird's spannend. Doppelsmite tatsächlich und Madlife auf Blitzcrank ist ja quasi sein Champion. Ja, gerade auf der Botlane werden wir, glaube ich, darauf achten müssen, wer trifft seine Hooks denn da besser? Eigentlich muss Madlife ja jetzt deliver, ne? Jetzt muss er abliefern, der Junge. Blitzcrank gegen Thrash. Da bleibt ihm kaum was anderes möglich oder übrig. Ah, das Ganze gegen Nico. Auf der Botlane. Auch Nico, was, Nico. Was man halt immer öfter. Der Sion Botlane. Ja, der Sion Botlane. Der siehst kennt du doch. Nicht. Der Double Sion Botlane. Siehst du das nicht? Ja, guck mal, ich wir haben auch doch. Zweimal Sion gespielt. Du hast vollkommen recht, Mensch. Mori. Ah, der leuchtet ganz schön, der Sion. Komisch. Mensch. Und unten ist es. Guck mal, Anzeigebug. Oh, da wurden sie jetzt aber gesehen. Da sind sie mit Sicherheit jetzt nicht einfach so. Alle Gruppen kuscheln. Oh, das wird jetzt interessant. Ja. Oh, ich würde jetzt nicht gerne der Gegner sehen. Die warten jetzt. Sie sehen das halt 100 Pro, ne? Ah, ich selber aber gesehen. Oh, trauen sie sich echt nichts draus zu machen? Oh, ich hätte das so gerne aus der anderen Sichtweise gerade gesehen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob halt hier so witzig, das wenn die erinnert. Auch ins Pit gelaufen wären. Jo, wenn die jetzt einfach gesagt hätten, so zu 5, okay, we take it. Und die halt einfach für den Clash marschiert wären. Aber gut, okay. Müssen schön wir uns noch ein bisschen gedulden. Clash Royale rein. Bis es zum First Blood kommt. Wir machen uns unseren eigenen Mini-Modus. Wir hoffen mal was Besonderes, ne? Man hat Doppelsmite, also kann man hier durchaus nervig sein. Ja, und Faker fängt direkt mal an mit dem nervig sein. Es reicht zwar nicht, um den Großen hier wegzusmiten, aber zumindest zwei Kleine hat er ja bekommen. Ja, aber einen Red Buff haben wir auch bekommen. Pina hat jetzt dadurch halt schon Level 2. Ja, ich würde sagen, da wird Atrox jetzt nicht ganz so viel Spaß haben. Boah. Der brennt. MLXG hat halt auch noch gesmited, ne? Aber ich glaube, er braucht bis noch einen kleinen Wolf, um sein Level 2 zu erreichen. Mir hat nicht so viel gefehlt. Faker hat halt nichts bekommen eigentlich, aber passiv ist jetzt raus. Oh, Peanut sammelt hier auf dem Weg nochmal seine Ferro-Stacks, auch wenn es im Jungle ein bisschen schneller vorangeht. Weil er weiß, er hat von Aatrox gerade nicht so viel zu befürchten. Ist halt so ein bisschen Rückkehr des Funnels, muss man sagen. MLXG hat ihn hier nicht gesehen, aber er geht schon davon aus, dass halt Peanut nach so einem guten Start halt nicht unbedingt glimpflich mit ihm umgehen wird. Bin mal gespannt, wie Faker seinen Smite noch einsetzen wird. Also das konnte er bisher noch nicht ganz so sehr. Ich habe übrigens diese Kleptokarma-Top-Seiten gehasst. Ich finde das so mega widerwärtig. Es ist auch, Karma ist generell so eklig auf der Lane, weil ja, sie... Also sie ist halt so, sie hat eigentlich wenig Kill-Pressure auf dich. Man kann sie ganz gut abschätzen, weiß, wie weit sie gehen kann. Oh! Was ein schöner Grab. Der Counter-Hook. Letztendlich gilt Blitzcrank ja auch als Thresh-Counter. Zumindest auf der Support-Position. Ja, Hook macht es gut. Er panickt hier nicht, flash direkt raus, weil er genau weiß, er hat Thresh und Atlas im Rücken. Jetzt allerdings ist er ein bisschen sehr weit vorne. Oh, Leute, passt auf. Faker hat halt immer noch seinen Sprung parat. MXG ist halt immer noch Stufe 2, ne? Ab und zu hier der Schlabberarm wieder raus. Das Coole an Zac in der Midlane ist halt gerade in diesem spezifischen Matchup, dass halt Malzaha sich sehr langsam pokt, Zac sehr viel AOE-Clear hat und er sich ja quasi gegen den Dot immer gegenheilen kann. Also er benutzt halt eine Fähigkeit, um die kleinen Lernkriecher wegzuclearen, hebt seinen Flapper wieder auf und prompt hat er sich halt einfach gegen den Dot gegengeheilt, gerade weil der Base-Damage vom Dot jetzt early auch nicht unbedingt stark ist. Man sieht's, hier sammelt er die Bobs ein. Oh, schöner Grab. Aber die Laterne regelt. Oh, das würde ich dieses Game gerne nochmal sehen. Einen Grab aus einer genommenen Laterne heraus. Das wäre halt auch richtig sick. Ich meine, wir haben Madlife im Game. Wenn nicht hier, wo dann? Wenn nicht hier, wo dann?
Nicht? Okay. Ich werde nicht jetzt wandern. Ach. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum du so singst. Weil ich deinen Text aufgegriffen habe. Denn ich das erste Mal heute. Jei, das First Blood. Ah, das reicht aber noch für den Refrag. Ganz konsequenzlos kommt man da nicht durch. Ja, auch bei Sion müssen wir erstmal abwarten, was es halt überhaupt wird, ne? Vielleicht wird es ja hier auch jetzt der Full Lethality Sion komplett auf Damage getrimmt. Würde ich feiern, muss ich sagen. Er sollte aber zumindest noch was shoppen. Ja, er hat sich Tiamat eingepackt, alles klar. Es wird der Full AD, der I run it down, but I push a turret sein. Na, schauen wir uns das nochmal hier an. Ja, mit dem Flash, da kannst du halt nichts machen. Oh, war der ist die Freude nochmal da. Das war auch so ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, dass da der Refrag noch zustande kommt. Ja, Faker ist immer noch den kleinen Lenkrichter am Stabern. Hat auch immer noch seine Passive. Jetzt wird es aber ziemlich kritisch für ihn. Die Passive wird jetzt definitiv ausgelöst werden. Ah, wieder ein Block. Oh. Ja, das war's für ihn. Und tschüss, Faker. Das war ziemlich offensichtlich. Da hat er sogar Glück gehabt, dass die Passive quasi nicht noch vorher ausgelöst wurde. MXG nimmt sich den Kill. Uff. Ja, war jetzt nicht der beste Start für den AP6 Midlane. Aber ich glaube, hier wird sowieso viel auf Pinal ankommen. Ich finde, Rengar ist da immer so ein sehr widerwärtiger Champion. Und vor allen Dingen ist halt Nico auch einer der Champions, was auch immer, die halt sehr immobil und sehr gankanfällig ist. Ich glaube, das ist sowas, wo Peanut halt übel gut ansetzen kann. Okay. Sehr aggressiv gespielt das Ganze, aber Clans ist halt da. Nico selber ist halt hier auch nicht der Support, sondern der AD-Carry. Also ist Clans hier auf jeden Fall eine gute Entscheidung für Bang. Das war ein saftiger Schaden. 1 gegen 2, da kann man sich schon mal was gönnen, ne? Aber Peanut auf dem Carry-Champion einen Kill zu geben, ist natürlich auch nicht so schön. Jetzt die Flashes raus, Malzah ult. Aber unter dem Turm, Junge! Oh, Madlife bekommt hier aber den Kill. Durch den Turm. Ja, auf jeden Fall richtig Bock hier eine Fiesta zu feiern, ne? Da wird keine Rücksicht genommen. Faker ist Level 6, hat aber keine Passive mehr. Der wurde hier kurzerhand ausgelöst. Und gegen Thresh halt All-In zu gehen, ist für Zack sowieso sehr, sehr schwierig. Das muss man hier natürlich sagen. Allgemein wird es für Zack später schwer werden. Bei Malzah ist die Interaktion so, bist du gerade im Sprung als Zack, kann Malzah dich mit seiner Ult auch mitten im Sprung canceln. Und ähnlich sieht es halt mit Thresh mit seinem Play aus. Auch da kann er halt sehr gut dafür sorgen, dass du halt in deinen Aufschlagort nicht erreichst. Ja, jetzt wurde es gesehen, Peanut. Ein Schritt zu weit nach vorne. Die Ultimate ist jetzt so ein bisschen verpufft, ne? War nicht so richtig effektiv. Man versucht hier so gut es geht halt mit dem Double Smite auch den Gegner halt zu contesten. Und Double Smite muss auch ausgenutzt werden. Das ist auch sowas, was sich ja Faker immer vor Augen halten muss. Er hat halt fürs direkte Midlane-Duell halt aktuell einen Nachteil. Weil mit Smite kannst du da halt nichts anfangen. Du kannst hier und da halt mal Minion ein bisschen wegsmiten, um deine Push-Pressure zu erhöhen, aber das macht halt für den Matchup keinen Unterschied. Jetzt auf der Top-Lane, der gute Watch. Ja, da kann nichts machen. Im Übrigen wird natürlich im Chat gerade diskutiert, dieses Thresh-Blitzcrank-Matchup. Es war tatsächlich, ich glaube, Season 6, wo man es häufiger gesehen hat. Nee, was? Season 7? Bin gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her. Ja, ich glaube, Season 6 war es. Da hat man gerne mal Blitzcrank in Thresh reingepickt, vor allem in Korea. Quasi so als eine Art Soft-Counter. Natürlich ist Thresh an sich der bessere Supporter, weil vielseitiger und so weiter. Aber im direkten Duell hast du halt den Vorteil, dass du mit Blitzcrank den besseren All-In hast, auch weil Blitzcrank nicht zuletzt durch sein Schild etwas tankiger ist, wodurch du halt die All-Ins gewonnen hast. Und das war im Prinzip das Ziel, was man so in Korea immer gemacht hat. Ja, plus der TC ist halt einfach schneller, ne? Ja, genau. Und zuverlässiger. Es ist halt ähnliches Prinzip, warum man halt aktuell Nautilus auch spielt gegen Thresh. Du hast halt ein gutes All-In, auch über den Schild. Das funktioniert ja bei Nautilus genauso. Und dein TC, also dein Hook in dem Fall, und auch bei Nautilus der Hook, funktionieren halt einfach instant. Ne? Das heißt, du siehst halt sofort, sobald Thresh ausholt, und seinen Haken halt so ganz kurz schwingen, kannst du quasi einfach Gegenmaßnahmen ergreifen, die halt sofort und zu 100% funktionieren.
egal ob er seinen Hook trifft oder nicht. Ja. Aber letzten Endes ist es natürlich so, ja, wenn du den All-In dann nicht setzen kannst oder die Lane nicht gewinnst, ist Thresh natürlich dann später in allen Belangen besser. Also du bist halt schon gezwungen, dann damit zu dominieren. Jo. Aber es war bei Blitzcrank schon immer so egal. Ja, ist sowieso. Blitzcrank ist halt... Bist du vorne mega alle... geil, kannst die Leute halt einfach unterm Turm herausfischen. Jo. Bist du hinten, naja, gut. Dann hast du meistens eine dicke Frontline vor der Nase, die du nicht unbedingt in dein Team reinrufen möchtest. Oh, Watch macht halt überhaupt nicht mehr schwer, ne? Ja, das war ein schnelles Ignite. Bisschen überhastet vielleicht an der Stelle. Ich glaube, da waren sie sich nicht so ganz einig. Werden hat wahrscheinlich gleich gesagt, so all in, all in. Und Bang hat sich gedacht, nee, ja, warte mal. Schöne Malsa-Ultimate jetzt. Gegen Faker. Peanut bekommt allerdings Rookie schneller. Faker hat die Passive nicht und stirbt hier. Währenddessen geht's auch für Botlane nochmal gut ab. Ja, Bang ist down. Der hat da nicht viele Möglichkeiten, aber ein Kill holt er sich noch. Ja, ja. Ja, holt sich vor den Killer ab. Der Root und Madlife. Tschüss. Ja, da kommt doch. Das ist immer so Pain in the Ass, ne, der langsame Auto-Tag. Oh, schön. Währenddessen der Midlane, der Dive von Aatrox, der gönnt sich auch den Kill. Und mit der passiven der Ultimate ist er auch in der Lage. Es sieht so aus, als würde die koreanische Strategie hier nicht aufgehen und China immer weiter die Oberhand gewinnen. Lucian kassiert hier so ein bisschen was, aber kann auch nochmal gut austeilen. Ultimate ist da, muss sofort geflasht werden. Allerdings sind da ein paar Vasallen dazwischen. Watch schafft sie nicht, nochmal einen Q zu connecten und damit wird Godlike ja auch ohne Probleme rauskommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jetzt Karma auf der Toplane kein Flash mehr hat, sich die Szenarien von eben halt wieder und wieder wiederholen werden, nämlich die Gangs, die dann durchkommen. Ups, aber auch Godlike musste gerade nochmal flashen, schon zu weit vorne. Die Frage ist halt, was für Möglichkeiten hast du halt mit Zac jetzt noch in der Mitte? Du bist halt eine Melee, ne? Das ist halt immer so der Nachteil. Es gibt halt für ihn eigentlich nur eine Richtung und die ist halt all in, komplett hart. Ja, und wenn du dann behind bist, hast du halt ein großes Problem. Du musst halt, also die Strategie war halt, dass du so Faker Peanut quasi ausnutzt und die Midlane halt hart dominierst, Peanut Midlane ganken kommt und du dann zweifelsfrei auch das 2 gegen 2 gewinnst, aber das hat hier bisher nicht so geklappt. Faker hat seine Passive wieder, die Ultimate wäre hier aber wichtig und die ist noch auf Cooldown. Hätte eben schon einsetzen müssen. Das war sowieso hier alles sehr auf All-In gesetzt seitens Korea. Bisschen untypisch eigentlich für Korea, aber wir sind hier bei den Allstars. Das war auf jeden Fall nice, wird nicht ganz reichen. Der Schaden gerade eben war bloß so gut, weil halt Faker keine Magieresistenzen hat. Und sobald du halt jemanden mit diesem Laserbeam, mit dem Malsa Ultimate fokussierst, wird halt auch noch eine Void Zone unter ihm erschaffen, die halt prozentualen Schaden zu deinem maximalen Leben verursacht. Oh, Faker. Nee. Nee. Was machst denn du da? Feed Mori! Feed ist die richtige Antwort. 031. Feed ist die richtige Antwort. Ja, wir wissen, Sion denkt sich, Türme, das ist mein Freund. Doch, da ist seine Titanic Hydra fertig. Der hat auch AD. Ja, sein erstes. Das. Alle Platings auch erledigt. Jetzt nur noch der Turm. Ja, Watch hat man da auch ziemlich dezimiert. Witzig ist ja auch, dass sich die Bedeutung des Wortes dezimieren total gewandelt hat. Und Eis. Oh, der Hook, der war auf jeden Fall nicht verkehrt. Blitzkrieg direkt down. Peanut auch. Oh, Jisui auf jeden Fall mit einem ganz starken Hook. Ja, Nico 4-0. Ich glaube, er hat Drenger nicht mal gesehen, als er ihn mit dem Hook schon belangt hat. Oh, der FG, wow. Der kann jetzt hier nochmal von hinten aufräumen. Ah, China räumt hier generell zu. Ah, Bang will noch den Kill forsten, aber nix da. Nicht mit den Chinesen. So, ja, das mit dem Dezimieren wolltest du gerade noch erklären. Ach, das interessiert dich jetzt, ne? Ja. Ich hab früher zugehört, aber mein Brain war gerade ein bisschen langsam darüber nachzudenken. Naja, früher war das eine Strafe bei den Römern quasi, wo man dann bei einer Legion oder so jeden Zehnten bestraft hat oder beziehungsweise getötet hat. Ja. Ne, deswegen auch dezimieren von 10 lateinisch. Ja, aber wohingehend hat sich das jetzt gewandelt komplett? Ja, weil man inzwischen dezimieren nicht sagt, jeden Zehnten quasi töten, sondern dezimieren heißt einfach nur noch reduzieren. Ja, so, ja, gut, okay. Aber da hat sich ja jetzt nicht die Bedeutung komplett gewandelt. Ich hatte jetzt kommt so ein krasser Widerspruch, dass es früher was Positives war und jetzt so, was Negatives quasi. Ja, gut, ey. So, und jetzt achtet mal drauf, der Flash Hook jetzt. Wieso? Zack, Hook kommt raus, der trifft halt genau Rengar. Er hat halt nicht auf Rengar gezielt, der hat halt wirklich auf Bang geaimt.
und hat halt direkt halt diesen Engage von Peanut verhindert dadurch. Super unglücklich gelaufen für die Koreaner. Aber damit hat sich jetzt China halt sehr weit nach vorne gespielt. 5500 Gold innerhalb von 14 Minuten. Lässt halt erwarten, dass das ein sehr zügiges Game werden könnte. Sein hat den Turm bekommen. Jetzt, oh, die Nico Ultimate ist richtig gut. Ah, Flasche nochmal weg. Oh, guck mal, die machen die im 2 gegen 3 noch fertig. Jetzt kommt Aatrox noch mit dazu. Den hat man nicht so ganz auf dem Schirm. Der will noch. Und oben kommt noch Rookie. Und jetzt turnt man das Ganze hier. Madlife abgeholt. Uzi! Ja, stiebt hier nochmal. Oh, zwei Kills kriegst du aber noch mit. So, 2 gegen 2. Faker, der ist auch noch auf der Jagd. Ja, aber da wird nichts viel. Da wird nicht viel draus. Ja, er kommt auch gar nicht rein. Plus die Ultimate von Malzahar ist halt immer noch da. Oh, 2 für 3 war der Situation entsprechend auf jeden Fall noch ganz gut gelöst. Ich glaube, viel mehr war da auch gar nicht drin. Okay, Faker will's wissen, aber wird hier prompt gecancelt. Ah, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Ultimate jetzt ausgelöst. Rookie Super Lowlife, das war's für ihn. Faker weiß noch, wie es geht. Er hat gesagt, so Jungs, wir fangen erst ab Minute 15 an wirklich zu spielen. Ja, vor allen Dingen, was jetzt für ihn wichtig ist, jetzt hat er endlich einen zweiten Summoner-Spell, weil er jetzt den zweiten ausgebaut hat. Er kann also im Flug schon den Schild von Malzahar brechen, um ihn dann mit dem Aufprall trotzdem noch zu erwischen. Tschut-tschut! Ah, auf Faker ist nicht alleine. Na, aber da wirst du kein Damage haben. Aber Schick. Brudi muss los! Na, ab in den Busch. Brudi muss groß. Ja, das auch. Brudi, lass los. Die zwei Türme zählen natürlich hier ziemlich hart rein. Wir sind jetzt auch Richtung Harry unterwegs. Den würden sie gerne mitnehmen, um etwas mehr Tempo im Spiel aufrechtzuerhalten. Ja, auf der anderen Seite gibt es dafür einen Drachen. Für mich wird das jetzt echt interessant, wie sich Nico macht. Also ich habe bisher auch schon ein paar Nikos gesehen, die fett geworden sind, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie halt über ein gewisses Limit nicht hinausgekommen sind. Bei einigen Champions, so LeBlanc, Zed, Vega, weißt du halt, wenn die erstmal ein bisschen in Fahrt kommen, dann kennen die halt keine Grenzen mehr, ne, und können halt alle Champions über alle Maßen hinaus halt wirklich zerbürsten. Aber Nico hatte ich immer so das Gefühl, dass sie halt, egal ob sie gefeedet war oder nicht, halt ein sehr ähnliches Damage-Potenzial hatte. Was? Maxim gefällt das, dass wir hier Zero Portal sehen. Den guten Cyan. Ja gut, das ist halt der, ich push die Lane stumpf rein sein. Ja, aber klappt ja auch bisher ganz gut. Vor allem gegen Karma ist ja mit der Passiven auch übelst witzig, ne? Du machst ja so viel Damage mit der Passiven, wenn du Titanic gebaut hast. Apropos Karma und Cyan, da haben sich zwei gefunden. Aber der gute Ruff hat mittlerweile, Ruff sag ich schon, der gute Watch, hat mittlerweile sehr, sehr gut schon was an zum einen Leben und auch Rüstung mittlerweile aufgebaut. Ja, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Magieressenz bei Godlike. Oh, bang, und einfach Blade. Zerstört. Das war der Laserbeam. Ich glaube, Nico ist ganz schön stark. Oh, Faker, schön gemacht hier mit dem Auspeitschen. Und dann gibt's hier die Ultimate und auch da abgeholt. Von hinten kommt MLXG. Ah, Faker Unstoppable hat noch die Passive. Ah, Flash raus. Gut, aber jetzt der Teleport. Das sieht am schnellen Spiel aus. Ah, mit Herald. War noch, ja. Ah, und jetzt. Und es hat Rums gemacht. Noch nicht? Der ist ja schon vorher down. Nee, kriegen sie leider nicht ganz hin. Die Leben wird der Harry verlieren. Ja, ah, Dancing Herald sollte das Ziel sein, aber das wird nicht möglich sein. Das wird nicht möglich sein, aber. Da fehlt noch zu viel. Das Zero charge nochmal ran, dann. Charge nochmal an nächstes Turm ran. Das ist ärgerlich. So, ich sehe das Ganze nochmal in der Wiederholung. Ja, und ich muss sagen, Peanut platzt sie jedes Mal ganz schön schnell weg. Also, ich meine, Korea hat halt All-In gepickt. So, Blitzstrank, Rengar, Zack, das ist halt einfach so. Da guck ich mal Peanut an, ne? Er zeigt sich hier kurz. Das mit Zack. Ja, aber er springt halt auch in die Nico-Ultimate rein. Ja. Die kriegt halt ein Schild und danach sagt es einmal Rums. Und hier sagt es einmal Schut-Schut! Und weg ist er, der Sein. Oh, das ist gefährlich. Versucht einfach einen Turm zu halten, aber Uzi ist da. Ja. Der haut die Qs rein. Und jetzt wieder Ultimate. Madlife abgeholt, Godlike. Rein in die Passive, aber Double Kill Uzi. Watch überhaupt auch keine Chance. MLXG mit am Start. Und jetzt heißt es hier laufen. Rookie ist am Start, drückt die R-Taste, den Outplay-Button und jetzt hat man hier die absolute Überzahl. Ja,
Rookie geht halt auch gar nicht erst für die Utility-Variante. Ne? Er denkt sich halt einfach nur brutaler Schaden mit. Und hier denkst du dir, warum für den Baron gehen, wenn wir pushen können? So, ich meine, guck dir mal an, wo Bang gerade ist. Ja, vor allem guck dir an, wo Peanut auch gerade ist. Bang? Die macht schon Open hier. Bang macht gerade Wölfe. Die machen einfach im Gegner-Jungle. Komplett Botlane Open. Ja, Blitzcrank im Verteidigen mit den Super-Vasallen. Na, viel Spaß dabei. Oh, Rookie ist jetzt zu aggressiv. Oh, der Hook hat fast noch getroffen. Hat nicht viel gefehlt. Ah, Uzi steht gut. Echt leider nicht ganz für den Turm. Harlem Punkt fällt ja noch. Der Hook sitzt ja auf jeden Fall wieder. Jetzt geht's MLXG auch noch mal rein. Der Root hat richtig Laune, der hat richtig Bock, der Junge. Und oh, die Deko-Ultimate. Ja, das könnte es vielleicht sogar gleich schon gewesen sein. Oh, schön. Baker kriegt trotzdem noch einen Kill. Ah, der Dive ein bisschen zu tief hier. MLXG. Dann kriegt er einen Nexus-Turm. Tja, jetzt hat man halt nichts mehr, was ihn appealen könnte, ne? Ah, oh, Faker misst zwar den E, aber alles, was danach kommt, trifft er und das reicht hier vollkommen aus. Uzi läuft einfach raus. Oh ja, vor allen Dingen ist man da halt einfach nicht respektabel genug. Oh, aber jetzt das Shotgun-Gold für Faker. Tja, wo will er hin? Ab auf die Top-Lane und dann ab in die Base laufen. Oh, man. Ja, Teleport kommt wieder her. Kama hat Bock. Zack auch noch unterwegs. Hat sich für Godlike gar nicht so angenehm aus. Kein Flash, keine Ultimate. Schöner Sidestep. Oh, der macht doch mal gut Damage gegen Peanut. Das war voll AD, ne? Tja, auf geht's. Mit der Meanwhile. Turm. Aber die Minions können das noch nicht beenden. Nein, das nicht, aber es ist auch schon mal wieder. Aber Mitte stehen halt auch einige, ne? Na, wobei. Kriegen die den Turm noch? Oh, das wär wirklich hart. Das ist eine Menge Damage gegen diesen Turm. Na, ganz schaffen sie es nicht. Glücklicherweise für die Koreaner regeneriert sich der Nexus-Turm ja ganz gut. Aber auch das dauert halt seine Zeit. Jo. Und währenddessen haben wir halt in der Mitte eine riesige Wave, die reingepusht hat. Auf der Top-End in ZZ Rod Portal. Dass er auch Fake einfach stehen lässt. Warum auch immer. Goldvorsprung ist tatsächlich gar nicht so groß, wie man meinen würde bei 7-0 Türmen. Ja, die gute Frage, warum lässt Faker das ZZ Rod Portal stehen? Ablenkung. Ja, für sich selber. Nice. Das ist die neue Taktik. Ja, Madlife, der muss sich jetzt langsam was einfallen lassen. Vor allem das Ding ist, Peanut, so squishy wie der ist, wenn der stealen möchte, der platzt halt sofort weg. Eine Nico-Ultimate da rein. Man will das Risiko nicht eingehen. Ja, warum auch? Mein Botlane in der Push. Toplane ist ein Slowpush allerdings für die LCK. Oh wow, oh wow, der Turm fällt. Das ist bitter. Wo sind die Zeiten mit dem Madlife Huxbus hin? Ah, jetzt geht's wieder mal rein. Ja, keine Chance. Ja, mit der Watch muss steffen, Watch muss Nexus steffen. Jetzt Mitte. Oh, Godlike denkt sich einfach nur, ja. Ey, die wollen ihn nicht mal killen, so Sion könnte jetzt halt einfach auf den Nexus gehen. Ja, sie wollen es aber besonders sicher und schön machen. Sie wollen jetzt halt noch die Kills haben. Ja, holen jetzt sich haben hier den Bock. Aber MLXG ist down, dafür aber allerdings auch Watch. Ah, Bang, das sieht nicht gut aus für Korea. Oh, tschüss. Ah, mit dem Auspeitschen nochmal, Bang, ja. Der Hook. Oh, also hier, das war's sein. Jetzt. Faker alleine, der wird hier nicht mehr viel reißen. Wird auch mitten im Flug noch in die Passive versetzt. Och, ich hab gar nicht gesagt, der hat gar keine Passive mehr. Ja, er wird mitten im Flug in den Tode versetzt. Und damit ist es klar. China destroyed Korea in diesem Duell hier komplett. Weg-influenced, sagt man da auch immer wieder gerne. Ja, da schaut er, der Faker. Hat hier bei Nolsters nicht viel holen können. Ja, wie jedes Jahr eigentlich bei den All-Stars. Gab es eigentlich mal ein All-Stars, wo Faker nicht dabei war? Oh, ja, gut, also so weit geht meine Historienkenntnis jetzt nicht zurück. Welcher von den 1 Milliarde Spieler in welchem Jahr mit dabei war? Gute Frage. Nächste Frage. Fragen wir doch mal unsere Analyse-Ecke. Hi, Fragen über Fragen. Der war immer dabei. Sagst du das recht? Sagst du es nämlich smart? Ja, danke. Kein Problem. LPL war auch smart genug, das Ganze sauber runterzuspielen und das muss man sagen, halt auch recht ja, eindeutig. Na, es war schon von den Kills her sehr, sehr eindeutig und auch der Goldunterschied hat da sehr für die Chinesen gesprochen. Alles in diesem Jahr gewonnen gegen LCK. China, größer Korea. Ich bin halt Erfolgsfan, ne? Hatte ich recht? Respekt an der Stelle. Faker konnte sich nicht durchsetzen. Uzi hat dir nochmal ein klein wenig zeigen können, was er drauf hat. War
ja, eigentlich wirklich eher ein Showmatch. Ne? Es hat keine große Auswirkung. Es gibt, glaube ich, kein direktes Preisgeld an der Stelle. Nee. Aber man hat den Sieg und man kann sich damit jetzt bis zum nächsten Jahr rühmen, wenn man die nächsten Allstars feiert oder halt, wenn das nächste Aufeinandertreffen von LCK gegen LPL stattfindet. Und was bei uns als nächstes stattfindet, ist das Finale im 1 gegen 1. Oui. Das wird noch ein kleines Weilchen dauern. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ein kurzes Päuschen und danach sehen wir uns wieder. Bleibt dran, denn es wird sehr, sehr spannend, ob Caps sich den Titel sichern kann oder ob Pabu einfach alle Leute überraschen wird und das beendet. Skript lesen. Ja, wir werden sehen. Bis gleich. Tschüss.